Morgen ist es endlich soweit. Da werden die ersten Impfungen mit dem neuen AstraZeneca-Impfstoff geschehen in den Pflegeheimen. Frau Ministerin, welche Bedeutung hat denn das erste Impfen fürs Impfgeschehen in Rheinland-Pfalz? Also wir werden morgen das erste Mal mit AstraZeneca in den Impfzentren von Rheinland-Pfalz impfen, weil der Impfstoff ja von der Ständigen Impfkommission zugelassen ist für 18- bis 64-Jährige. Und es ermöglicht uns, und das ist wirklich sehr schön, in der Prioritätsgruppe 1 vor allen Dingen das Personal, die Menschen, die noch im Beruf stehen, hiermit zu impfen, um damit mehr Impfstoff auch frei zu haben von BioNTech für die über 80-Jährigen. Wir haben ja eine Impfstoffknappheit und von daher ist es hier ganz wichtig, möglichst schnell, möglichst viele Menschen mit dem entsprechenden Impfstoff zu impfen. Und das wird morgen mit AstraZeneca auch nochmal einen richtigen Schub geben im Bereich des Personals, des medizinischen und pflegerischen Personals. Sie haben jetzt schon die ersten Prioritätengruppen angesprochen. Wann können die denn damit rechnen, dass wirklich alle bei der Impfung durch sind? Es hängt natürlich immer davon ab, wie viel Impfstoff auch geliefert wird. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass die Prioritätsgruppe 1 bis Anfang, Mitte April wirklich auch geimpft wurde. Und wir werden dann schauen, wie dann die weiteren Planungen sind. Wir werden in der kommenden Woche gemeinsam mit der Ministerpräsidentin unseren Impfplan für den Monat März vorstellen. Es ist wirklich ein immer weiteres sich anpassen, weil wir natürlich von den Lieferungen der Hersteller abhängig sind und natürlich auch von der Anzahl der zur Verfügung stehenden Impfstoffe. Können Sie denn auch was zur Anzahl der Impfstoffe sagen? Wie ist da jetzt aktuell die Lage? Wie viele sind verfügbar? Ja, es gibt aktuell 3 zugelassene Impfstoffe. Das ist BioNTech, Moderna und AstraZeneca. Wir haben die Situation, dass wir mit BioNTech und Moderna eben die über 80-Jährigen impfen können. Mit AstraZeneca nur die Menschen, die unter 65 Jahre alt sind, sodass wir hier eine Trennung haben. Was uns aber auch ganz wichtig ist, und da sind wir sehr froh darüber, dass wir nun auch zum ersten Mal von BioNTech den Beleg haben, dass wir auch mit BioNTech die sogenannten bettlägerigen, immobilen Patienten, die über 80 Jahre alt sind, die zu Hause sind, nun auch eine Option haben, mit impfen zu können. Hierzu haben wir mit dem Hausärzteverband und der Kassenärztlichen Vereinigung ein Konzept entwickelt und wir sind sehr froh, jetzt in einer Pilotphase mit Pilotpraxen damit starten zu können, damit wir auch diesen Menschen ein Impfangebot machen können. Dann habe ich noch eine andere Frage zur Prioritätengruppe. Minister Kretschmann sagte, es ist unwahrscheinlich, dass Lehrer zum Beispiel von Prioritätengruppe 3 in 2 rutschen. Wie praktikabel sehen Sie das für Rheinland-Pfalz? Also wir haben uns insbesondere unserer Ministerpräsidentin sehr dafür eingesetzt, dass die Grundschullehrerinnen und Lehrer und auch die Erzieherinnen und Erzieher von der Prioritätsgruppe 3 in die 2 hinaufgezogen werden, weil wir einfach dort mit Situationen zu tun haben, wo Abstand, wo auch Maske nicht immer in diesen Alltagssituationen möglich ist, um sie dort eben auch zu schützen, haben wir aufgefordert, doch die Impfverordnung entsprechend zu ändern. In der Runde mit der Bundeskanzlerin und der Ministerpräsidentin wurde dies zugesagt, zu prüfen. Wenn nun die Impfverordnung so geändert wird vom Bundesgesundheitsminister, dann sehen wir auch eine Möglichkeit, den Erzieherinnen und Erziehern und den Grundschullehrerinnen bis Ostern ein Impfangebot zu machen. Gut, dann vielen lieben Dank für Ihre Zeit und wir sind gespannt, wie es morgen losgeht. Danke.